Eine weitere Woche und damit auch ein weiterer Influencer und Streamer, der absolut dumme Sachen macht. Wie zum Beispiel sein Auto crashen. Und diesmal geht's um ihn hier. Jack Doherty. Die meisten von euch, die manchmal Brainrot-Content konsumieren, kennen den wahrscheinlich. Er ist ein YouTuber aus Amerika und der Typ ist eigentlich nur dafür bekannt, komplett beschissene und unangenehme Videos zu machen. Wie das hier. Go! What? Little pop, what are you gonna do? What are you gonna do, little pop? Yeah. 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 Richtig lustig. Lachkick. Ist ja richtig cool, wie er fremde Leute belästigt und dann seinen Bodyguard davor schickt. So, hey, hey, du kannst mir nichts tun. Haha, versuch's doch. Unangenehm. Und naja, vor kurzer Zeit hat er sich einen neuen McLaren gekauft. POV, du kaufst ein Traumauto mit 20 Jahren. Und dann nochmal der klassische Flex mit den Autos. Die wurden natürlich mit Cringe-Content und Onlyfans-Geld bezahlt. By the way, der Typ leitet wirklich auch eine Onlyfans-Agency, also wo er dann so Mädels mit reinnimmt in seine Shorts, der promotet die dann und dann bekommt er am Ende Prozente von ihren Onlyfans-Einnahmen. Die Welt ist crazy, aber naja, das ist ein anderes Thema. Denn jetzt geht's hier erstmal darum, dass Jack Doherty am Wochenende einen Livestream gemacht hat in seinem neuen Auto. Und das ist passiert, während er den Chat liest. Auf seinem Handy. Oh! Oh! No! 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 Yep, der hat gerade sein Auto gecrashed. Der hat gerade wirklich sein Auto gecrashed und damit auch andere Menschenleben gefährdet, weil er auf den Chat geschaut hat. Ich kann direkt aber sagen an das liebe YouTube-Team, hier wurde niemand ernsthaft verletzt und ich zeige diese Videos nur zu Aufklärungszwecken. Man konnte sehen, er hat die Kontrolle über das Auto verloren. Wahrscheinlich wegen Aquaplaning, weil draußen hat es auch mies geregnet. Aber vielleicht wäre das nicht passiert, hättest du einfach auf die Straße geschaut und nicht den Chat auf deinem Handy gelesen. Ich meine, man sieht wirklich deutlich, dass er ein paar Sekunden vorher auf sein Handy guckt und irgendetwas liest. Jemand hat gerade 5 Subs gegiftet. Yo, Marty, danke für die 5 Subs. Kuss, Diggi. Oh! Oh! No! 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 Oh. No, watch out, watch out. Oh. 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 Open the door, open the door, open your door. We're locked in here. Holy sh**. Where's your phone? Oh, I just broke that sh**. Me too. Help! Help! Okay, man sieht, die Jungs da drin versuchen rauszukommen, indem sie die Fenster eintreten. Gute Idee. Und eigentlich sollte man jetzt auch einfach erstmal irgendwie rauskommen und dann draußen erstmal die Ruhe bewahren, dies, das, erstmal chillen, auf das Leben klarkommen, checken, dass man nicht verletzt ist oder irgendwas. Help! 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 Break the f***ing window! Das ist nicht sein Ernst, ey. Der macht erstmal perfekte Aufnahme für TikTok und YouTube. Oh! Oh! Help! Can you hold it? Oh, oh, no, my car, bro. Vamos, baby. Vamos, baby. Dude. Er lässt sich raustragen von anderen Menschen, die er davor vielleicht noch gefährdet hat. Die haben das jetzt mitbekommen, wollen ihm da helfen. Und anstatt er mal selber mithilft, holt er einfach sein Handy raus und macht diese Aufnahmen von sich. Und wieso macht er da das perfekte Thumbnail-Gesicht? Und hat er da echt die anderen Leute gefragt, ob sie das Handy halten können, damit er den besten Winkel drauf bekommt? Kannst du es halten? Oh, hell nah, bro. My f***ing car. Holy sh**. No! Ja, das Auto ist auf jeden Fall gefickt. Ich muss ehrlich sagen, so, ich will nicht missgünstig sein, aber irgendwo gönne ich ihm das auch gerade. Are you f***ing kidding me, bro? No! Mike, are you good? Oh, f***. Seinem Bruder drin geht es ja gar nicht gut. Das hat er auch jetzt erst gecheckt. Nachdem er 20 Stories aufgenommen hat von draußen und um sein Auto heult, checkt er dann auch irgendwann, oh, mein Homie, der ist ja auch dabei gewesen. Und die ganze Sache läuft halt gerade auch noch live. Holy sh**. Holy f***ing sh**. Michael. Are you okay?
Holy f***. Ich glaube, Michael ist gerade gar nicht okay, nachdem du ihn im Auto vergessen hast. Das Gesicht ist zwar blutüberschmiert, aber er hat halt keine große Verletzung. Trotzdem verpixel ich das hier mal für alle Fälle. Oh my god, bro. My whole... Michael, here. Michael. Do you have your film on that phone too? No. Und jetzt muss der blutüberströmte Michael auch noch die Kamera halten und mit dem anderen Handy filmen. Das ist hart. Wie kann man so geil auf Content sein, dass man auf die Menschen um sich rum einfach scheißt? Chill mal, dein Kollege braucht einen Krankenwagen und keine Kamera in der Hand. Bei dem ist halt gerade echt nur im Kopf, dass er den viralsten Clip bekommt. Überall mit der Kamera draufhalten für den dramatischsten Shot. Wow. Seine Freundin auch dabei. Ich will jetzt nichts sagen, aber was denkt ihr, ist ihre Meinung, wenn sie so dabei ist und dann sieht, wie ihr Freund aus dem Auto gezogen wird und dabei diese Aufnahmen macht? Pablo. Anstatt dir irgendwie helfen oder sich sein Kollege, der hinter der Kamera zu dem Krankenwagen da vorne begibt, wird erstmal weiter für Content ausgeschlachtet und Jack Doherty gibt wieder Anweisungen, dass das alles bitte so aus jeder Ecke gefilmt werden soll. Sogar seine Freundin, die sich wahrscheinlich Sorgen macht, erstmal nimm mir die Kamera und film das mal für TikTok. Du weißt, ansonsten verdienen wir kein Geld. Und dann tauscht er die wirklich nochmal, damit seine Freundin mit vor die Cam kommt, weil das mehr Klicks bringt. Oh, Scheiße. Ich kann das alles nicht mehr. They want me to be back. They don't want me to be here. Und warum zieht er jetzt sein T-Shirt aus, obwohl es ihm niemand gesagt hat? Dein Arsch hat gerade nicht diesen Main-Character-Moment, dass du jetzt dein T-Shirt ausziehst. Mitten im Regen. Du bist gerade nicht Cristiano Ronaldo, der in der 69. Minute das Siegtor in der Champions League geschossen hat. Du musst dein T-Shirt jetzt nicht ausziehen. Ich kenne ja diesen Moment gerade, den er hat. Ich ziehe ja mein T-Shirt hier zu Hause meistens nur aus, wenn mir warm ist. Oder wenn ich hier halt wie so ein Biest in meiner Wohnung rumlaufen will und mich so selber pushen will. Und mich einfach wie so Giga-Chat fühlen will, dann ziehe ich so mein T-Shirt aus. Aber wieso er das hier getan hat, keine Ahnung. Macht keinen Sinn und ist wie der ganze Rest absolut unangenehm. Hey guys, we're in the hospital after the crash. How you feeling, Michael? Amazing. He's getting stitches right now. But... Im Krankenhaus danach darf das Update natürlich auch nicht fehlen. Ich fass es nicht, der nutzt alles für Klicks aus. Ich wette sogar, der würde den Tod von jemand aus seiner Familie für Klicks ausschlachten. Der klettert dann auch so in dieser POV, auch mit diesem Handy aus dem Grab raus. Okay, sorry, das war gottlos. Naja, auf jeden Fall wurde Jack Doherty dann permanent gebannt auf Kick. Und da muss ich mal hier ein Clap raushauen. Wirklich dickes Shoutout, gute Arbeit. Und Kick ist eigentlich dafür bekannt, im Gegensatz zu Twitch nicht so hart zu sein in den Regeln. Aber die haben sich bestimmt voll weggecringed im Büro und dachten sich, weg. Weg damit. Den können wir nicht representen auf unserer Plattform, das geht nicht. Gerecht und verdient, muss ich sagen, weil wir dürfen nicht vergessen. Der hat sein Auto gecrashed und damit andere Menschenleben in Gefahr gebracht, weil er den Chat lesen wollte. Oh! Oh! No! No! Ja, klassischer Tag heutzutage. Ich frage mich echt, was morgen passiert in dieser kranken Welt. Und falls ihr das auch wissen wollt, ich habe da so einen Zweitkanal von mir, da gibt's Videos von kranken Verbrechen und Sachen, die die Polizei mit ihren Bodycams aufgenommen haben. Könnt gerne mal vorbeischauen, ist direkt hier verlinkt. Danke fürs Zuschauen und was ist eure Meinung zu Jack Doherty? Sagt ihr verdient und sein Content ist peinlich oder sagt ihr, ihr feiert Jack Doherty Content? Lasst einen Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ciao, ciao.